Hey, ich bin Felicia und heute kümmern wir uns um WordPress-Menüs. So, eine neue Runde. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe ja in meinem letzten Video Teil 2 von der großen WordPress-Anleitung gemacht und am Ende versprochen, dass das nächste Video die Anleitung für WordPress-Menüs ist. Die komplette WordPress-Anleitung, Teil 1 und Teil 2, verlinke ich dir gerne oben in der Ecke und auch unten in der Beschreibung. Da zeige ich dir zum einen die Schritte zur Vorplanung und dann auch die Umsetzung, wie du eine WordPress-Webseite anlegst in WordPress, was die einzelnen Schritte dazu sind. Und heute widmen wir uns dem Menü. In WordPress gibt es zwei Ansichten, in denen du ein Menü erstellen kannst. Das eine ist unter Design und Menüs und das andere ist unter Design, Customizer und dann Menüs. Eigentlich ist der Unterschied gar nicht so groß. Du kannst auch von Design und Menüs oben über die Live-Ansicht direkt in den Customizer wechseln. Also es sind nur verschiedene Ansichten für die gleiche Einstellung, die im Hintergrund passiert. Ich zeige dir das jetzt zuallererst über Design und Menüs. Dort findest du diese Maske und in der Maske musst du dein Menü zuallererst einen Namen geben, denn es kann ja sein, dass du mehrere Menüs anlegen möchtest und deshalb braucht jede Menüstruktur oder jedes Menü einen eigenen Namen. Ich möchte heute das Ganze so anlegen. Ich möchte zum einen ein Hauptmenü haben, oben in meinem Theme, ich bin im Standard-Theme unterwegs, und zum anderen unten im Footer noch das Impressum und den Datenschutz verlinkt haben. Und um das umzusetzen, lege ich jetzt zuallererst bei Design und Menüs mein Hauptmenü an und sage dort Main, also ich gebe dem einen Namen. Wichtig ist beim Namen, gib dem einen konkreten Namen. Wenn du jetzt Menü 1, Menü 2, Menü 3 machst und nachher was verändern möchtest, weißt du nicht mehr, welches ist. Also gib dem einen Namen, sodass du anhand des Namens auch genau erkennen kannst, um welches Menü sich handelt. In dem Moment, wo ich den Namen eingegeben habe und das Ganze über Speichern entsprechend eingeloggt habe, bekomme ich auch neue Einstellungsmöglichkeiten. An der linken Seite kann ich meine Menüeinträge jetzt füttern mit Seiten, Beiträgen, Kategorien und individuellen Links. Ein Menü ist eigentlich nichts anderes als eine grafische Darstellung zu verschiedenen Links auf meiner Webseite. Also wenn ich jetzt eine Unterseite habe für Jobs zum Beispiel, dann bekommt die www.meineseite.de/jobs und diese Verlinkung füge ich dann in mein Menü zum Beispiel ein. In WordPress werden diese Links für mich automatisch generiert, also diese Adressen zu den einzelnen Unterseiten. Und das passiert eigentlich hier oben. Bei Beiträgen, bei Kategorien, bei Schlagwörtern, bei Seiten, dort werden solche Unterseiten und damit entsprechende Links angelegt. Das heißt, um diese Links überhaupt erst zur Verfügung zu haben, musst du Seiten erstellen und veröffentlichen, Beiträge erstellen und veröffentlichen und Kategorien erstellen und veröffentlichen. Das machst du oben in den Bereichen. Du kannst also, wenn du jetzt loslegst und nicht sicher bist, ob du das schon hast, einmal in deine Seiten alle Seiten schauen und schau mal, ob da alle Seiten veröffentlicht sind, die du in dein Menü einfügen möchtest. Wenn die nämlich nicht veröffentlicht sind, dann findest du die hier auch nicht in der Übersicht. So, also ich habe zuallererst bei Seiten alle Seiten jetzt meine Seiten angelegt. Eine Startseite, eine Blogseite, eine Jobseite, ein Impressum und eine Datenschutzseite. Und daraus möchte ich jetzt diese beiden Menüs erstellen. Einmal Startseite, Blog und Jobs. Das soll in so einem Hauptmenü landen. Und einmal unten Impressum und Datenschutz. Das soll irgendwo unten im Footer landen. Ich fange also mit meinem Hauptmenü an. Dazu klicke ich jetzt bei Seiten hier einmal auf alle Anzeigen, damit ich alle meine Seiten, die ich so zur Verfügung habe, sehe und wähle da jetzt die Startseite, die Blogseite und die Jobsseite aus, klicke entsprechend die Checkbox an und sage dann zum Menü hinzufügen. Jetzt landen die drei hier. Das sind erstmal meine drei Oberseiten. Jetzt möchte ich aber noch, dass mein Blog entsprechend so einen Dropdown hat und die einzelnen Blogkategorien dort noch entsprechend als Dropdown erscheinen. Deshalb wähle ich jetzt links bei Kategorien auch noch meine beiden Kategorien aus und füge die auch zu meiner Menüstruktur hinzu. Also jetzt habe ich erstmal alle Bestandteile von meinem Menü hier eingefügt. Im nächsten Schritt sortiere ich mir die jetzt so, wie ich die haben möchte. Ich möchte ganz oben die Startseite haben, dann die Blogseite. Unter der Blogseite sollen meine beiden Kategorien landen und dann möchte ich noch die Jobseite dort haben. Du kannst die jetzt einfach per Drag and Drop so ziehen, wie du sie haben möchtest und auch auf die Ebenen so ziehen. Untereinander, das ist die Reihenfolge, wie sie nachher angezeigt werden. Und du kannst die jetzt so ein Stück einrücken. Und wenn du die einrückst, baust du diese Ebenen. Dadurch entsteht dieses Dropdown-Menü. Jetzt habe ich meine Menüstruktur erstellt und jetzt möchte ich, dass diese Menüstruktur auch auf meiner Webseite sichtbar wird. Und da kommt jetzt mein Theme ins Spiel. Jetzt müssen wir hier unten noch eine Position im Theme auswählen. Und jetzt wird es ganz wichtig. Hier an der Stelle setzen wir nur die Menüstruktur fest. Diese Menüstruktur wird dann im Design vom Theme dargestellt. Das heißt, die Theme-Entwickler haben sich im Theme entsprechend Positionen überlegt, die genau dafür vorgesehen sind, dass dort ein Menü erscheint. Das heißt, dort wurde das so programmiert, dass das Menü dort angezeigt werden kann. In meinem Standard-Theme gibt es die Menüpositionen Hauptmenü und Untermenü.
Es gibt andere Themes, da können die entweder andere Namen haben oder andere Positionen. Das hängt ganz davon ab. Es gibt Themes, da gibt es ein Hauptmenü, da gibt es eine Sidebar, in der ein Menü angezeigt werden kann und ein Footer-Menü zum Beispiel. Das heißt, das ist die Entscheidung der Theme-Entwickler. Und die Theme-Entwickler haben auch definiert, wie diese Menüs nachher optisch aussehen sollen, also wie das Design der Menüs ist. Also an dieser Stelle geht es wirklich nur um die Struktur der Menüs. In dem Moment, wo du das Menü mit einer Position im Theme verknüpfst, wird auf deiner Webseite das Menü im Design von deiner Webseite dargestellt und für dieses Design sind die Theme-Entwickler verantwortlich. Es gibt jetzt Themes, wo du im Customizer noch Anpassungen treffen kannst zu dem Design. Es gibt da aber auch Themes, da ist das sehr, sehr starr und da kannst du für dein Menü wirklich nur an dieser Stelle hier den Aufbau anpassen. Ich möchte dieses Menü jetzt in meinem Hauptmenü anzeigen, also setze ich den Haken dort und sage dann Menü speichern. Wenn ich mir jetzt meine Webseite im Frontend anschaue, dann sehe ich dort mein Menü oben in der Hauptmenüposition und über das Plus sehe ich auch diese Unterkategorien, die im Dropdown da sind. Also dafür ist das Theme an der Stelle verantwortlich. Für mein Untermenü, also mein Impressum, mein Datenschutz, wechsle ich mal in die Live-Ansicht. Dazu klicke ich oben auf Verwalten mit Live-Vorschau und lande hier in meinem Customizer. Und der Customizer ist eine Ansicht, wo ich auf der linken Seite Einstellungen treffen kann, die mir auf der rechten Seite direkt angezeigt werden. Da kann man also direkt sehen, was die Einstellungen eigentlich auf der Webseite bewirken. Sobald ich auf Verwalten mit Live-Vorschau klicke, lande ich hier auch direkt schon an der passenden Einstellungsebene zum Menü. Und hier sehe ich jetzt oben mein Main-Menü, also das Menü, was ich schon angelegt habe, und kann darunter alle Menüpositionen verwalten. Und da sehe ich jetzt, ich habe mein Main-Menü, also das, was ich schon angelegt habe, das ist meine Hauptmenüposition und möchte mich jetzt dieser Untermenüposition widmen, also dieser zweiten Stelle. Bei Untermenü wähle ich jetzt Neues Menü erstellen, gebe diesem Untermenü den Titel Footer, damit ich weiß, okay, Main ist mein Hauptmenü, Footer ist mein Menü, was unten im Footer landen soll und sage jetzt Aktualisieren. Wenn ich jetzt auf Einträge hinzufügen klicke, kann ich jetzt einzelne Seiten hinzufügen und wähle da mein Impressum und meine Datenschutzerklärung aus. Jetzt sage ich oben Veröffentlichen und dann sehe ich unten, okay, da ist jetzt mein Impressum und meine Datenschutzerklärung verlinkt. Also unten sehe ich jetzt Impressum und Datenschutzerklärung und wenn ich wieder nach oben scrolle, sehe ich oben mein Hauptmenü. Also habe ich jetzt beide Menüs erstellt, das eine über Design und Menüs und das andere über die Live-Ansicht. Die sind beide aber auch an beiden Stellen gespeichert. Also ich kann jetzt auch an dieser Stelle hier zum Beispiel mein Main-Menü verändern oder ich kann über Design und Menüs mein Footer-Menü verändern. Das sind einfach nur zwei unterschiedliche Oberflächen oder zwei unterschiedliche Ansichten für die gleiche Einstellung, die dazu im Hintergrund läuft. Um den Customizer zu verlassen, klickst du einfach oben auf das X. Und wenn du jetzt in dieser Ansicht zwischen den beiden Menüeinstellungen wechseln willst, also du möchtest jetzt dieses Untermenü anpassen, beziehungsweise dein Footer-Menü, dann kannst du es einfach oben im Dropdown auswählen, suchst dir den Footer aus, klickst auf Auswählen und dann kannst du hier auch genauso wie beim Main-Menü das Footer-Menü einstellen. Wichtig, das betrifft wirklich nur die Menüstruktur. Alles, was das Design angeht, läuft über deine Design-Einstellung und das heißt über den Customizer. Im Standard-Theme hast du da tatsächlich einfach keine Möglichkeiten, das optisch noch weiter anzupassen. Da bist du darauf angewiesen, was das Theme dir eigentlich dort als Programmierung vorgibt. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Stell deine Fragen gerne unten in die Kommentare und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video hier wiedersehen. Mach's gut, bis bald. Ciao, ciao.